tamponul preferat al copilului. In Südwestafrika. Oh ja. Oh. Na, gefällt es dir? Super. Absolut beste Besitz. Was ist? Was ist? Was ist? Komm, komm. Wo denn? Fuß? Komm. Weißt du, was mir noch nie aufgefallen ist? Sie sieht Mutter ähnlich. Guck mal. Guck mal. Wusstest du, dass das Letzte, was wir gemacht haben, in 37 Ländern illegal ist? Oha. Meinst du, wir sollten uns stellen? Na, wir sollten es zumindest überlegen. Versprich mir, dass wir eines Tages eine Safari machen. Mit Zebras, Giraffen und Elefanten. Und Löwen. Die sind faszinierend, ne? Hast du an Mutters Geburtstag gedacht? Hast du auch ein Geschenk? Ciao. Ciao. Not of this earth. You've changed places with the sun. I know that you're the one. I love what we've become. Und die noch? Oh, haben Sie für die Schale noch ein anderes Papier? Ich habe leider nur noch Kinderpapier. Ja, das geht nicht. Hallo? Hallo? Ah, okay. Wie hoch ist der Blutdruck? Aha, wie kritisch? Kommen Sie sofort. If I ever leave this world, you will have a song to sing, so you know at your word. Guten Tag, Frau Sander. Hallo, Frau Frank. Ihr Mann ist noch im OP, aber Sie müssten jeden Augenblick fertig sein. Danke. She can walk in down my lane. I've learned to love again. Schließen Sie. Hallo, Schatz. Hallo. Das Blut. Du siehst toll aus. Danke. Wir sind spät dran. Ja. Puls? 30 Feind. Blutdruck? 70 zu 40 Feind. Okay, das schaffen wir. Viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag alles Liebe, zum Geburtstag viel Glück. Buch soll sie leben, an der Decke kleben, runterfallen, Bauch verknallen, hey! Du bist zu spät, du brauchst eine Frau. Hallo Mutter. Warum kannst du nicht einmal pünktlich sein? Dein Bruder ist schon lange da, wir haben auch schon mit Essen angefangen. Hier, Mutter. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Hübsches Papier. Toll. Was hat Balthasar dir denn Schönes geschenkt? Eine Vase.
Eine Vase. Eine Vase? Eine Vase. Warum bist du zu spät gekommen? Ein Unfall. Ein Herzinfarkt. Er war gerade erst mal ein Jahr alt. Könnt ihr euch das vorstellen? Ein Herzinfarkt? So jung und schon ein Herzinfarkt? Dabei können Hamster bis zu... Du kommst zu spät zum Geburtstag deiner Mutter wegen eines Hamsters? Mama, im Prinzip macht Hubertus ja das Gleiche wie ich. Na gut, bei ihm geht es um Nager- und Kleintiere, aber... Sie retten beide Leben. Du hast dieselbe Ausbildung wie dein Bruder. Dein Bruder ist Chirurg geworden. Er rettet Menschenleben. Und was tust du? Drückst Froschenhämorrhoiden aus. Wenn du ein bisschen begabter wärst, hättest du eine Frau wie Charlotte. Hast du überhaupt jemals darüber nachgedacht, wie ich mich fühle? An all die schlaflosen Nächte, in denen ich mir Gedanken mache, ob du überhaupt jemals eine Frau kriegst. Stattdessen lebst du weiterhin allein und wirst von Tag zu Tag absonderlicher. Mein Gott, was dein Vater dazu sagen würde. Gut, er kann ja nichts mehr sagen. Ja, er ruhe in Frieden. Oh, entschuldigt. Ein Notfall in der Klinik. Wie nett, dass du da warst. Und deine Vase, die ist so schön. Könntest du bitte Charlotte nach Hause fahren? Mhm. Danke. Mutter. Ich liebe Sex im Auto. Hm. Findest du das, was Balthasar macht, ist wichtiger als das, was ich mache? Mm-mm. Aber du findest es nicht albern, Tiere zu operieren? Nein. Und vielleicht nicht albern, aber es ist unwichtig. Für die Tierhalter ist es wichtig. Ja, aber Tierhalter sind ja nicht wichtig. Ich bin Tierhalter. Okay, du bist wichtig. Die Menschen lieben ihre Haustiere. Also auch wenn es nur Tiere sind, ist es besser, ein Tier zu lieben, als überhaupt niemanden zu lieben, oder? Ich liebe dich, Charlotte. Ich liebe dich auch. Ich meine es ernst. Ja, mich auch. Warum hast du Balthasar geheiratet? Na, weil er mich gefragt hat. Hat er denn ordentlich gefressen? Hm. Ich mache mir Sorgen um dich. Wieso machst du denn Sorgen um mich? Ja, ich weiß nicht, du wirkst nicht glücklich. Durchfall? Hm. Wieso wirklich denn nicht glücklich? Ja, ich weiß nicht. Blass, müde, niedergeschlagen? Ist er irgendwie anders als sonst, Gwendolyn? Vielleicht ein bisschen nervöser? Ah. Niedergeschlagen? Du bist in deine Schwägerin verliebt. Marie, ich bin nicht in die Frau meines Bruders verliebt. Klar? So, macht 35 Euro. Oh, Hubertus, sie hat nur 1 Euro. Ach, das ist schon in Ordnung. Das Geld bringst du einfach nächstes Mal mit, ne, Gwendolyn? Hubertus, du musst damit aufhören. Was soll ich denn machen? Das Kaninchen als Pfand nehmen? Das ist nur mein Schicksal, Tieren zu helfen. Tschüss. Schau doch mal, wie glücklich ich bin. Hi. Oh. Marie. Lass uns rudern gehen. Was denn jetzt? Wir haben gerade erst aufgemacht. Das ist eine Praxis mit regulären Öffnungszeiten. Komm jetzt nicht mit rudern. Du siehst blass aus. Es wird dir gut tun. Es könnte ein Notfall kommen? Ja, Marie wird sich um die Tiere kümmern. Stimmt's, Marie? Ich komme nicht mit. Doch, du kommst mit. Nein. Tut mir leid, was Mutter gestern gesagt hat, dass sie immer wieder damit anfängt. Welchen Teil genau beziehst du dich denn? Ja, du weißt schon, der ganze Quatsch von wegen, das, was ich tue, ist bedeutender als das, was du tust. Ich meine, das, was du tust, ist genauso wichtig. Ja, das zählt auch. Hamster sind auch Lebewesen und Schildkröten und die ganzen großen und kleinen Kreaturen. Ja, ist okay, danke, schon gut. Aber in einer Sache hat sie recht. Das ist seit Jahren keine Freundin mehr, das ist einfach nicht normal. Können wir weniger reden und uns mehr aufs Rudern konzentrieren, dann haben wir es mich bald hinter uns, ich kann in meine Praxis zurück. Wenn du so viel in der Praxis zu tun hast, warum bist du dann mitgekommen? Es ist ungesund, so lange keinen Sex zu haben. Studien haben bewiesen, dass Sexmangel Männer aggressiv macht. Wusstest du das? Nein. Also ich hoffe, dass du wenigstens... Was denn? Na, du weißt schon. Ach, Balthasar. Ja, in der Not ist ein Mann sich selbst der beste Freund. Ah, oh, Balthasar, ist gut. Ja, war ja nur eine Frage. Diese ganzen angestauten Säfte. Tu mir doch wieder eingefallen und kümmere dich nicht um meine Säfte. Weißt du, was dein Problem ist? Ich wusste gar nicht, dass ich ein Problem habe. Du verbringst zu viel Zeit mit Charlotte. Sie hält dich davon ab, auszugehen, andere Frauen kennenzulernen. Sie ist mit mir verheiratet, weißt du? Nee, also ja, natürlich ist sie mit dir verheiratet, aber nur, weil du sie gefragt hast. Ja, klar habe ich sie gefragt, sonst hätte sie ja nicht ja sagen können. Die hätte ja nicht gewusst, was die Frage war, wenn ich sie nicht gefragt hätte. Und da wäre ja eine komische Antwort gewesen, wenn du nicht mal die Frage kennst. Willst du damit sagen, dass
wenn du gefragt hättest, sie dich geheiratet hätte? Hör mal, vergiss es doch einfach. Schon gut. Alles schön. Gut, ich glaube auch nicht, dass sie sich für dich interessiert. Natürlich nicht. Hey, sag mal, wie ist Sascha hin, ne? Der war auch Arzt. Hubertus? Hm? Licht angelassen. Ja, steig ein. Dieses Auto ist so widerlich. Er stinkt nach Tier. Ja, es ist ja auch dafür gemacht, um Tiere zu transportieren. Kein Wunder, dass du mit dieser Kiste keine Frauen findest. Ja, wenigstens fährt es aber. Darf ich dich mal was fragen? Bist du schwul? Was? Oder frigide? Ich meine, sowas ist medizinisch heilbar. Kannst du mir mal erklären, warum du dich so wahnsinnig dafür interessierst, was ich mit meinem Penis gerade mache? Mein Gott, ich mache mir einfach nur Sorgen, warum du dich nicht emotional bindest. Verstehe gar nicht, warum du immer alles nur auf Sex reduzierst. Okay, okay, okay. Ich habe eine emotionale Bindung. Gut, gut. Ach ja? Mit wem? Oh. Ständig verliert sie was. So, also, mit wem bindest du dich emotional? Das geht dich nichts an, okay? Aha, da haben wir es. Du bist aggressiv. Ich bin doch nicht aggressiv, Mensch. Natürlich bist du aggressiv. Eindeutig zu wenig Sex. Ich hab Sex, Mann! Ich bin weder frigide, noch bin ich schwul. Und zu deiner Information, ich habe Sex mit einer verheirateten Frau. Ja, mit einer verheirateten Frau habe ich Sex. Und weil sie verheiratet ist, darf niemand über unseren Sex Bescheid wissen. Okay? Bist du zufrieden? Eine verheiratete Frau. Das ist ja ekelhaft. Und unhygienisch. Du solltest mal so einen Test machen lassen. Was denn für ein Test? Na, Sexkeime und so. Sexkeime? Ja, Chlamydia trachomatis, Neisseogonorrhea, Papillomavirus. Ich kenne die Terminologie. Warum sollte eine verheiratete Frau Sexkeime haben? Na, wegen der anderen. Wer weiß, mit wem sie es noch so treibt. Ja, eben. Wie eben? Nichts. Danke, danke für den Rat. Ist okay, ist okay. Du wohnst hier. Steig aus. Alles in Ordnung, Hubertus. Ich habe eine ganz normale, gesunde Beziehung zu der Frau meines Bruders. Alles, was er weiß, ist, dass ich mit irgendeiner verheirateten Frau halt rummache. Ist ja irgendeine. Ich meine, irgendeine Verheiratete. Er wird mich töten. Oder meine Mutter wird mich töten. Habe ich in Hubertus Wagen gefunden. Oh, so habe ich die auf meinem Weg verloren. Danke. Hast du mich geheiratet und ja gesagt, weil ich dich gefragt habe? Natürlich habe ich ja gesagt, weil du mich gefragt hast. Sonst hätte ich doch die Frage gar nicht gekannt, wenn du mich nicht gefragt hättest. Und dann wäre doch ja eine komische Antwort, wenn man die Frage nicht kennt, oder? Genau. Ja. Sex. Gute Nacht. Wusstest du, dass Hubertus angeblich was mit einer verheirateten Frau hat? Das ist ja ekelhaft. Er hat mich provoziert. Er hat mir vorgehalten, ich wäre frigide und schwul. Aber ich habe ihm ja nicht gesagt, mit welcher verheirateten Frau. Ich habe nur gesagt, eine verheiratete Frau. Irgendeine verheiratete Frau, okay? Also du glaubst, er hat uns im Verdacht, ja? Hat er? Nein, glaube ich nicht. Ich meine, bis darauf, dass du es ihm fast erzählt hast, hat er ja auch keinen Grund zur Verdächtigung. Der hat uns doch noch nie bei was Verfänglichem erwischt. Er hat eine Halskette in meinem Auto gefunden. Ach, du fährst mich doch die ganze Zeit durch die Gegend. Entschuldigung, das könnte ein Notfall sein. Ein Tier in Not. Ja, ein Tier in Not. Hallo? Hallo. Mutter. Was ist denn das für eine Begrüßung? Entschuldige bitte, wie wär's denn damit? Hi, Mutter. Du wär nicht aufmüpfig, ja? Es ist ekelhaft. Du und deine verheiratete Frau. Du musst dich sofort auf Keime untersuchen lassen. Mutter. Versprichst du mir, dass du dich testen lässt? Ich verspreche, mich auf Sexkeime untersuchen zu lassen. Können wir ein andermal darüber reden? Ich bin gerade beschäftigt. Mit was? Beschäftigt eben? Verstehe. Was verstehst du denn? Schon gut. Ja, ist noch irgendwas? Sag mal, du willst nicht weiter mit deiner einzigen Mutter reden? Natürlich möchte ich das, Mutter. Also, sag mir, worüber möchtest du gerne mit mir reden? Hm? Schon gut. Tschüss. Tschüss. Mutter. Ja, habe ich gemerkt. Prima, dass die sich jetzt auch um die Keime sorgt. Also mal angenommen, er würde herausfinden, was mit uns ist. Was würde er deiner Meinung nach dann tun mit uns? Uns umbringen. Hallo? Ja, hallo, ist Charlotte bei dir? Wie
Wieso soll denn Charlotte bei mir sein? Weil sie mir erzählt hat, dass sie auf dem Weg zum Büro bei dir vorbeifährt und Maß für Gardinen nimmt. Sie wollte Maß nehmen wegen der Gardinen? Ja. Morgen? Ach so. Ach ja, ach, aber das war doch nicht heute, das war doch morgen, Mutter. Nein, 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 nein. Das war heute. Weiß ich ganz sicher. Also gut, ja, stimmt, das war heute, ja. Ich würde dich anrufen, sobald sie da ist, okay? Okay. Tschüss. Ja, tschüss. Maß nehmen wegen der Gardinen? Ja, nun, ich kann ja nicht sagen, dass ich zum Vögel vorbeikomme. Nein. Wieso? Es ist die einzige Mutter, die ich habe. Sie ist noch nicht da. Wer ist noch nicht da? Balthasar. Hey, ich dachte, du wärst Mutter. Warum sollte ich Mutter sein? Weil sie mich terrorisiert. Und wer ist noch nicht da? Charlotte ist noch nicht da. Sie wollte die Vorhänge ausmisten. Warum misst Charlotte deine Vorhänge aus? Wieso sie meine Vorhänge ausmessen wollte? Achso, weil ich hab doch keine. Ich hab, ich bräuchte mal ein paar schöne weiße, so mit spitzen Rüschen, was Schönes eben. Charlotte näht dir Vorhänge? Ja. Okay, ich kann nicht mehr. Wir müssen reden. Okay. Aber nicht hier, ich will dich sehen, im Ruderclub. Es geht um Charlotte. Was ist, wenn er jetzt die Scheidung will? Ja, dann heiraten wir halt. Charlotte, was ist das denn hier? Ein Basar? An dem einen Tag mit dem einen verheiratet, am anderen Tag mit dem anderen. Und am Mutters Geburtstag ist dann der einzige Unterschied, dass du auf der anderen Seite des Tisches sitzt? Gut, dann heiraten wir eben nicht. Ha, wusste ich doch. Du willst mich gar nicht heiraten. Ich bezweifle, dass du weißt, wie man einen Antrag macht. Aha. Ja, dann mach's. Was? Frag mich. Wozu? Damit du dann Nein sagen kannst? Vielleicht sag ich ja, ja. Klar, um die Frau eines mittellosen Tierarztes zu werden. Wieso mittellos? Du bist doch nicht mittellos. Du bist finanziell gefordert. Gut, 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 dann heirate mich doch. Heirate mich. Jetzt du doch nicht so. Als wärst du all die Jahre ganz erpicht drauf gewesen, mich zu heiraten. Du hast doch überhaupt keine Ahnung von einer Beziehung. Du willst Sex. Was ich will, ist Sex? Ja. Du willst Sex. Ich habe mich in dich verliebt und alles, was du tust, ist, meinen Bruder zu heiraten. Wir können ihm auch die Wahrheit sagen. Das würde die ganze Familie zugrunde richten. Das würde meine Mutter umbringen. Ja, es gibt Schlimmeres. Wir können ihm es nicht sagen. Wir müssen lügen, Charlotte. Balthasar, es ist überhaupt nicht so, wie du denkst. Wir sind Freunde. Sehr, 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 sehr gute Freunde einfach. Körperlich überhaupt nicht miteinander involvierte Freunde. So sage ich es. War auch ein Schluck? Auf Charlotte. Balthasar, es ist nicht so, wie du denkst. Ich habe eine Affäre. Gott sei Dank. Deswegen wolltest du mit mir reden? Du hast eine Affäre, das ist ja großartig. Wie, du findest es großartig, dass ich eine Affäre habe? Nein. Nein, also natürlich nicht. Ich finde das furchtbar. Also, oder gut, ich weiß nicht. Ich dachte vielleicht hättest du etwas über Charlotte gehört oder ja, wie auch immer. Wie, du dachtest, Charlotte hat eine Affäre? Charlotte würde mich niemals betrügen, die ist verrückt nach mir. Du hast eine Affäre. Sie meinen, es geht um Sex, oder? Nein. Bei Affären geht es nicht immer nur um Sex. Ich meine, vielleicht ist das bei euch so, du und deine verheiratete Frau, aber hier geht es um viel mehr. Es ist so unkompliziert, so einfach, so klar. Es ist pure Leidenschaft. Wie Magie. Magie? Ja, Magie. Und was ist mit Charlotte? Ja, Charlotte und ich, wir sind schon lange verheiratet. 6 Jahre, 10 Monate, 16 Tage. Hm? Ich schätze so. Sie ist manchmal so kompliziert. Sie verdreht ihr das Wort im Mund herum. Sie sagt das eine, meint das andere. Also, sie ist ein feiner Kerl, versteh mich nicht falsch. Aber mal ganz ehrlich, unter uns. Hast du die Fältchen bemerkt, die sie am Hals kriegt? Fältchen? Und willst du dich jetzt scheiden lassen? Wieso? Willst du sie heiraten? Nein, natürlich nicht. Ich meine,
Nein, ich habe nie drüber nachgedacht. Es wäre auch ganz schön kompliziert, nicht? Findest du? Nein? Ja, also gut, nein. Wir sind nur Freunde, das weißt du doch. Das war auch ein Scherz. Ja, ja. Nein, ich werde mich natürlich nicht scheiden lassen. Wäre finanziell unklug. Was mit dir und deiner verheirateten Frau? Lässt die sich scheiden? Ach, das ist kompliziert. Liebt wohl ihren Mann noch, wie? Vielleicht liebt sie dich nicht genug. Du solltest den Brötchentest machen. Was? Pass auf. Jeder mag doch am liebsten die obere Hälfte von einem Brötchen. Sieht besser aus, schmeckt besser, mehr Teig drin. Lass sie ein Brötchen aufschneiden. Wenn sie dir die obere Hälfte gibt, dann liebt sie dich. Wenn sie sie selbst nimmt und dir die Unterseite gibt, dann ist sie ein Egoist und denkt nur an sich. Also das ist das Albernste, was ich je gehört habe. Wie jemand mit einem Stück Teigware umgeht, sagt doch nichts über seine Gefühle. Ja, wie auch immer. Muss es ja nicht glauben. Ist aber bewiesen. Medizinisch. Medizinisch? Ja. Aber wenn er von nichts weiß, was wollte er denn dann von dir? Ich meine, was hat er denn über mich gesagt? Ich wollte wissen, was du dir zum Hochzeitstag wünschst. Echt? Der hat noch nie an unseren Hochzeitstag gedacht. Das finde ich jetzt irgendwie nett, hm? Hubertus, was ist denn? Du starrst die ganze Zeit auf meinen Hals. Hab ich da was? Dann... Was? Nein. Wenn du mich so anschaust, ja? Spürst du dann sowas wie Magie? Was ich fühle, ist Wärme. Ich finde es sehr liebevoll von dir, dass du mir Frühstück machst, zum Beispiel. Hm? Ist Wärme mehr oder weniger als Magie? Was ist los mit dir? Das Ganze mit Balthasar hat dich ganz schön aufgewühlt, stimmt's? Zweifelst du jetzt? Nein, nein, nein. Ich bin ein bisschen durcheinander und ich habe tierischen Hunger. Ein Brötchen. Ja, wir können ja teilen, wir teilen es nicht gern. Du, wenn du so einen Hunger hast, nimm das Ganze. Ich mach mir ein paar Eier. Nein, wir teilen. Ich mein's ernst, nimm Schneid das Ganze. Es auch. Mein Gott, bist du komisch. Ich verstehe ja, wie du dich fühlst. Bin auch mitgenommen von der ganzen Sache. Zweifelst du jetzt? Nein. Ich versuche doch nur aufrichtig zu sein. Ich meine, guck mal, ist das so. Auf der einen Seite habe ich mir gedacht, Mensch, das war ganz schön knapp. Na ja, Glück gehabt, zurück zur Routine. Auf der anderen Seite denke ich mir, Mensch, vielleicht war es ein Zeichen, dass wir endlich was ändern sollten, verstehst du? Du fühlst keine Magie. Ist es das, was du sagen willst? Du bist in einer sehr komplizierten Stimmung, mein Lieber. Gib mir doch einfach die Hälfte, die ich in deinen Augen verdiene. Du... Entschuldige, Schatz, kannst du die da nehmen? Eigentlich gibt's kein Essen vom Tisch, lieber. Also, wenn du weiterhin vorhast, mich hier so viel allein zu lassen, wirst du mir zeigen müssen, wie man operiert. Ist ja nicht dein Ernst, Marie. Doch. So, also, jetzt stell dir mal vor, er hier sei krank und du würdest mir zeigen, wie ich ihn heile. Ach, Marie. Na gut. Also. Der Hund kommt in die Praxis und der Besitzer sagt, er hätte sich heute mehrmals übergeben. Was machst du? Ich taste den Magen ab und den Rücken. Richtig. Okay. Schmerzen in den Nieren und im Magen. Nein, es ist ein Darmverschluss. Wir operieren. Wirklich? Ja. Also, Zeit vergeht. Hund, Vollnarkose. Du schneidest auf. Stell dir mal vor, Person X macht mit Person Y diesen Brötchentest. Den was? Den Brötchentest. Jeder mag doch die obere Hälfte eines Brötchens lieber, stimmt's? Ja, stimmt. Also, Person X lässt Person Y ein Brötchen aufschneiden. Wenn YX die obere Hälfte gibt, dann liebt YX. Wenn Y aber die obere Hälfte behält und X die untere Hälfte gibt, dann ist Y ein Egoist und nur an Y interessiert. Das ist ja wohl das Dümmste, was ich jemals gehört habe. Marie, das ist medizinisch bewiesen. Das ist übrigens ein Darmverschluss. Passt du da bitte auf? Also folgendes. Y schneidet das Brötchen auf. Noch bevor sie aber X die entsprechende Hälfte geben kann, die sie für ihn bestimmt hat, fällt diese herunter und wird von einer dritten Partei verzehrt. Von einem Hund? Zum Beispiel, ja. Ja, rein hypothetisch. Dann gibt YX die übrige Hälfte. Das ist die untere. Ja, das ist doch süß. Süß? Es ist die untere Hälfte, Marie. Ja, was ist ja die letzte übrige Hälfte? Y kann ihm ja gar nichts anderes geben. Aber es ist die untere Hälfte. Y liebt X, jedenfalls definitiv. Ach, Marie.
Du hast den Test überhaupt nicht verstanden. Doch wohl. Was hast du denn da gerade gemacht? Ich habe die Magenwand aufgeschnitten. Und jetzt was? Jetzt ist er tot. Vor allem Leber. Scheiße. Beim nächsten Mal klappt's. Hm? Wir haben Mittagspause. Bitte, es ist ein Notfall. Putin ist krank. Ja, kommen Sie rein, bitte. Komm. Bitte, bitte. Oh, da haben wir es. Da haben wir es. Oh, das ist ein Hühnerknochen. Och ja, er liebt Hühnerknochen. Sie sollten ihm aber keine geben. Hühnerknochen sind gefährlich, die können splittern. Aber wird er überleben? Er ist so gut wie neu. Danke. Sie haben meinem Hund das Leben gerettet. Wie kann ich Ihnen jeweils danken? Da brauchen Sie mir nicht zu danken. Das ist doch selbstverständlich. Das ist doch mein Job. Vielleicht können Sie mir die Freude machen und mit mir eine Tasse Kaffee trinken. Auf jeden Fall. Marie? Ich mache eine winzig kleine Pause, ein Tässchen Kaffee mit Frau Poplarwurf. Ja, und was ist mit Gwendolyn? Sag ihr, es ist ein Notfall. Kümmer dich. Ja, Gwendolyn, ich bin rechtzeitig wieder da, um den kleinen Benny die Zähne zu ziehen, ja? Der hat Durchfall. Ich komme gleich. Ja, und was ist mit der Rechnung von Frau Poplarwurf? Wunderbar, danke schön. Oh, danke schön. Tut mir leid. Das ist meine Schuld, meine Schuld. Ja, eben. Vorsicht. Danke. Auf Sie. Die Antibiotika müssen Sie ihm auch noch die nächsten Tage geben. Sie haben etwas Großartiges vollbracht. Nein, einfach nur meine Arbeit gemacht. Genauso wie ein Feuerwehrmann einfach mal nur so seine Arbeit macht. Och nein. Es war so viel mehr. Es hatte so eine Schönheit. Ja, Tiermedizin kann sehr ästhetisch sein, ja. Wissen Sie, ohne meinen Hund könnte ich nicht leben in diesem kalten Land. Ach, das glaube ich. Es gibt doch bestimmt ganz viele Menschen, die sich für Sie interessieren. Sie haben sehr schöne Augen. Ja? Wenn Sie grün tragen würden, dann würde dieses Funkeln richtig zur Geltung kommen. Grün, ja. Wissen Sie was? Hier ist die Nummer meiner Praxis. Warten Sie, ich gebe Ihnen meine private auch noch. Wissen Sie, Sie können mich jederzeit anrufen. Also falls irgendwas mit Rasputin ist oder so. Ja. So, hier steht sie. Können Sie sie lesen? Ja. Ach so, zur Nachsorge müssen Sie auch kommen. Einmal täglich, würde ich sagen. Gut, wir sagen einmal die Woche. Das reicht für den Anfang. Wir müssen einfach sicher gehen, dass es Rasputin wirklich gut geht. Ja? Sagen wir morgen um 10? Kommen Sie nicht geheilt? Doch, 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 klar. Es geht ihm bestens. Also, beinahe. Nicht? Man kann nicht vorsichtig genug sein. Kommen Sie einfach. Einmal die Woche. Jedenfalls für eine Weile. Dann sind wir wirklich sicher. Morgen um 10? Gut. Für mein Baby würde ich alles tun. Dobrый день. Guten Tag. Dobrый день. Привет. Hallo. Privé. Oh Gott. Oh, Entschuldigung. Hallo. Das wie Danja. Auf Wiedersehen. Hallo. Was machst du da? Nichts. Nichts. Lernst du Russisch? Willst du dir eine russische Frau angeln? Nein. Ich mache hier Erwachsenenbildung. Das wirkt sehr, sehr anregend. Wo sind die ganzen Tiere?
Habe ich in den Keller gebracht. Ich dachte, die erinnern dich an all die Tiere, die du nicht retten konntest. Nein. Das kam mir dann doch zu negativ vor. Und was hast du da an? Grün? Ja. Ja, ich trage jetzt grün. Das bringt das Funkeln in meinen Augen zur Geltung. Ja, stimmt. Ich habe eine Überraschung für uns. Ich dachte, auf den Job können wir ein bisschen Magie vertragen. Kommst du mit? Ja, hier lang. Los. Ja, jetzt geh. Oh, schön. Charlotte, die Leute starren uns alle an. Mein Gott, sei doch nicht so paranoid. Kein Mensch sieht, dass wir nicht rechtschaffene Eheleute sind. Ach, Quatsch. Sie starren uns wegen diesen albernen Helmen an. Ja, Entschuldigung. Ich habe sie im Laden gesehen und habe gedacht, es ist lustig, auf eine kleine Mini-Safari zu gehen. Kann ja nicht ahnen, dass du so humorlos bist. Es tut mir leid. Das war ja auch eine schöne Idee. Ja. Ich bin gerade nur einfach zerstreut. Weißt du, meine Gedanken sind woanders. Du denkst an deinen Bruder, ne? Ja. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Es muss sehr schwer sein, ein Tierarzt zu sein. Und aufregend. Oh ja. Jeder Tag ist ein neues Abenteuer. Man weiß nie so richtig, was kommt. Mann, es ist ein Beinbruch, Durchfall, Kastration. Es ist immer anders, immer spannend. Stört es Sie? Nein, Quatsch. Ich finde Rauchen so sexy. Rauchen Sie? Klar. Wussten Sie, dass Sie eine ausgezeichnete Tierhalterin sind? Wirklich? Merkenswerte Feldpflege. Sie sind so nett. Nicht alle Männer sind so nett wie Sie, die ich kennengelernt habe. Es gibt andere Männer. Vielleicht. Aber Sie sind keine Freunde. Wir sind doch Freunde, Hubertus, oder? Ich kam aus einem kalten Land, in ein Land voller kalter Herzen. Haben Sie ein warmes Herz? Ich wollte Sie noch mal an die Rechnung ein. Das sind jetzt insgesamt 120 Euro. Frau Kohl, sehen Sie nicht, dass wir hier mitten in einer Behandlung sind? Frau Kohl, Sie haben ein sehr schönes Kleid. Oh, wirklich? Es steht Ihnen sehr gut. Schön. Das ist aber... Machen Sie sich um die Rechnung keine Sorgen. Danke. Oh, die erinnern mich an Russland. Ja, erinnert es Sie an zu Hause? Gefällt es Ihnen? Ist es gut oder ist es... Sie sind alt. Ihre Praxis ist nicht besonders modern. Ich nenne es charmant antiquiert. Heutzutage muss man modern sein, um etwas zu erreichen. Finden Sie nicht? Ja. Gucken Sie mal, was ich uns mitgebracht habe. Ein russisches Brötchen. Möchten Sie die Hälfte? Stell dir mal vor, jemand hat eine Affäre. Also nicht eine Affäre so in dem Sinne, sondern eine Beziehung. So wie so eine normale Beziehung mit jemandem, der sich nicht so richtig auf die Beziehung einlassen kann, weil er eben, also wie soll ich das jetzt sagen? Verheiratet ist. Ja. Stellen wir uns mal vor, er trifft auf eine wahnsinnig tolle Frau, die sich auch plötzlich noch in ihn verliebt, ja. So richtiges Verlieben, sodass sie ihn küsst und ihm sagt, er habe wundervolle Augen. Und mit rauchiger Stimme in einer fremden Sprache sagt, dass sie ihn nett findet. Echt? Ist er jetzt ein Schwein, wenn er sich mit ihr verabredet? Ich meine, ist man dann untreu? Kann man eine bereits verheiratete Frau betrügen, die ihn womöglich gar nicht will? Sieh mal, Hubertus, wenn Charlotte und du, wenn ihr nicht zueinander stehen könnt, dann fände ich es total okay, wenn du aufhörst, mit Charlotte zu schlafen und jetzt mit Anastasia schläfst. Hallo? Hier. Hallo. Schau mal, das ist spitze. Oh, jetzt tu nicht so, die sind doch rot geworden. Nein, also die sind toll. Die sind wirklich toll. Charlotte? Ja.
Ich muss mit dir reden. Ja, ich muss auch mit dir reden. Ja? Mhm. Okay, dann du zuerst, ja? Mhm, du erst. Ich habe mir überlegt, ich habe diese Lügen satt. Ja, ich auch. Ja, ja, aber ich will das nicht mehr so weitermachen. Ja, das geht mir ganz genauso. Ja? Mhm. Das ist ja fantastisch. Ja. Also, hätte ich nicht gedacht, dass das so leicht sein würde. Ich auch nicht. Naja, dann lasst uns auf alte Zeiten trinken. Ciao, altes Leben. Hallo, neues Leben. Genau. Und du bist wirklich nicht fühlend, gar nicht? Nein, ich bin erleichtert. Nicht wütend. Soll ich es bald also alleine sagen? Hm? Naja, du hast recht, wir sagen es ihm besser zusammen. Also wir müssen das ihm überhaupt nicht erzählen. Also nicht jetzt. Also es würde ja alles nur unnötig jetzt kompliziert machen. Es gibt doch gar keinen Grund mehr jetzt, wo alles vorbei ist. Oh, oh ich... Du dachtest... Nein. Völlig okay, klar. Ich dachte, nein. Das mit uns beiden ist vorbei. Das willst du sagen. Wir lieben uns nicht genug. Das ist dein Punkt. Oder hast du eine andere Frau, oder? Nein, wir wollten ja immer aufrichtig miteinander sein, Charlotte. Nein, natürlich. Das haben wir immer gesagt. Ich bin auch total erleichtert, weil so ist es am besten. Ich meine, schau mal, dann ist das jetzt auch endlich vorbei. Keine alte Charlotte mehr, die komischen Stellen am Hals das ewige Versteckspielen, das Charlotte mir gespielt hat. Fass mich nicht an! Wir sind nicht mehr zusammen. Wenn man nicht zusammen ist, fasst man sich nicht an. Okay. Also, ich meine... Ja, okay. Jetzt brauchst du auch keine Erinnerungsstücke mehr. Mitnehmen. Das ist meine Handtasche. Ich wollte ja irgendwie diesen Champagner hierher bringen. Also... Leute, ich kann doch... Hör auf! Ich kann das alleine, der ist leer. Wie modern das hier ist! Ich weiß nicht, ich fand altmodisch eigentlich besser. Du rauchst? Altmodisch, das bringt ja nicht voran, Mann. Schau! Kommst du mir irgendwie manisch vor? Das ist keine Manie, das ist überhöhte Energie. Sag mal, du ziehst das grüne Ding aber auch richtig durch, nicht? Ade. Wo gehst du hin? Ich geh rudern, ich kann es mir nicht mehr leisten, blass auszusehen. Wie kommt's, dass du plötzlich so gut ruderst? Ich bin verliebt, Mann. Ich fange ein neues Leben an. Ist deine verheiratete Frau so toll? Nein. Da habe ich Schluss gemacht. Wie? Ich habe mich in jemand anderes verliebt. Sie ist die wunderschönste Frau, die ich je gesehen habe. Und sie liebt mich für das, was ich bin. Wirklich? Ja. Und du bist dir sicher, dass sie nicht gestört ist? Nein, sie ist echt die wärmste und bezauberndste und ausgeglichenste Person auf diesem Planeten. Und darauf trinken wir. Das war ein Whisky. Für mich bitte nur ein Wasser. Ich brauche kein Alkohol mehr, jetzt wo ich wahre Liebe gefühlt habe. Ich will, dass du sie kennenlernst. Meine Liebste kommt hierher, sie will uns treffen. Ich wette ja, sie ist nicht ganz so hübsch wie meine. Sie ist so schön, so wunderschön. Da kippst du um. Mhm. Bei meiner kippst du um. Die hat einen Schwung in den Hüften. Das ist der Knaller. Das ist wahre Schönheit. Und dann sage ich dir, Balthasar, die hat Locken. Locken. Und so dunkle Augen. So kleine, funkelnde. Richtig, richtig funkelnde. Und Balthasar. Ihre Brust.
Hubertus? Hubertus? Bin da. Ich hab dir doch gesagt, die haut dich um. Brauchen Sie einen Arzt? Danke, danke, danke. Ja, alles gut, alles gut. Alles gut. Es geht mir bestens. Danke, danke, alles gut. Danke. Ich habe einfach nicht genug gegessen heute. Vielleicht liegt's am Wetter. Vielleicht bist du verliebt. Meine Damen und Herren, warum erscheint uns das, was manche Menschen tun, so wichtig? Warum beeindrucken sie uns? Warum glauben wir, unser Leben hat sich verändert, weil wir sie kennengelernt haben? Weil sie Leben retten. Denn was ist das Wichtigste? Ein Menschenleben. In diesem Jahr wird die Stadt Berlin einen Menschen auszeichnen, der wahrscheinlich mehr Leben in dieser Stadt gerettet hat, als irgendjemand jemals zuvor. Wir sind stolz, die Ehrenbürgerschaft an Balthasar Sander zu verleihen. Herzlichen Glückwunsch. Ich fühle mich sehr geehrt und tief bewegt. Weiß gar nicht, was ich sagen soll. Deswegen halte ich mich kurz. Ich habe es eigentlich nie als etwas Besonderes erachtet, Leben zu retten. Ich habe eigentlich immer nur meine Pflicht getan. Ich danke Ihnen. Geht's wieder besser? Ich hatte wirklich damals einfach nicht genug gegessen. Wie geht's Rasputin? Doch, danke, gut. Ja? Alles wieder ausgeheilt. Schön, schön. Verrückt. Wenn man sich vorstellt, dass Balthasar und Sie Brüder sind. Ich wusste nicht einmal, dass er einen Bruder hat. Er hat Sie wirklich nie erwähnt. Mann, wie klein die Welt doch manchmal ist. Ne? Wenn man mal bedenkt, wie viele Tierärzte es in dieser Stadt gibt und Anastasia landet ausgerechnet bei dir in der Praxis. Und, ist sie da, deine Freundin? Hast du sie mitgebracht? Nein, nicht wirklich. Sie war da, ist dann aber gegangen. Hat sie dich hier allein gelassen, ne? Ja, also sie hat sich einfach nicht wohlgefühlt. Lass uns das Wochenende in eurer Jagdhütte verbringen. Ja, unbedingt. Die ist groß, die ist schön, liegt ganz romantisch versteckt im Wald. Leute, morgen. Nee, morgen können wir nicht fahren. Was soll ich denn, Charlotte? Och, du bist so clever, dir fällt bestimmt etwas ein. Hm? Leute, ich würde dann gehen? Ja, tschüss. Tschüss. Anastasia Pipasia. Wow. Morgen. Bis du nicht mehr laufen kannst. Hey. Ich wollte dir was sagen. Ich bin nicht wütend auf dich. Weißt du, ich habe echt viel nachgedacht, seit es vorbei ist. Und ich glaube, ich habe es jetzt verstanden. Also ich habe verstanden, wie sehr du deinen Bruder liebst. Das ist dein Bruder. Das ist mein Mann. Und es war einfach grundfalsch, was wir gemacht haben. Ich habe vor langer Zeit eine Entscheidung getroffen. Ich habe mich entschieden, Balthasar zu heiraten. Ich meine, gut, du hast mich nicht gefragt, aber ich habe ihn gewählt und es war falsch. Es war falsch, was wir gemacht haben. Ich weiß, dass du dich zurückgezogen hast. Ich habe dich halt nicht gehen lassen wollen. Ich weiß, dass du dein Gewissen erleichtern wolltest, schon die ganze Zeit. Du hast keine andere Frau.
Und hopp. Hubertus, übrigens, ich brauche nachher deine Schlüssel zur Jagdhütte. Ich muss sie Anastase geben. Ein ganzes Wochenende voller Liebe, Leidenschaft, Romantik und... Anastasia ist eine echte Rakete, was? Wie läuft's denn mit deiner neuen? Sie hat einen anderen. Sie hat einen anderen. Und? Ja, was und? Sie hat einen anderen. Ja, du willst jetzt einfach aufgeben, oder wie? Ja, was soll ich denn machen? Weißt du, was dein Problem ist? Du bist ein Feigling. Bin ich nicht. Bist du wohl? Bin ich nicht. Sieh mal. Du liebst sie doch, stimmt's? Ja. Also jedenfalls glaube ich es, dass ich es tue. Ehrlich gesagt, ich kenne sie nicht so besonders gut. Okay, aber du willst sie? Ja. Ja, dann lass dich doch von so einem Arschloch nicht einfach unterkriegen. Arschloch, sagst du, ja? Ja, wahrscheinlich ist der Typ so ein oberflächlicher Idiot und sie fällt auf sein Aussehen rein. Nee, ich glaube, es ist eher sein Geld. Er hat Geld? Ja. Ja gut, Geld macht sexy. Ja, Geld macht sexy. Ja, du bist auch ganz niedlich mit deiner Tierretterart. Also jedenfalls, als du Anastasias Hund gerettet hast, ja? Die hat sich ja gar nicht mehr eingekriegt, wie nett du warst. Wirklich? Hat sie gesagt, ich sei nett? Ja, sicher. Mensch, was ich dir klar machen will, sei kein Feigling. Kämpf um sie. Ich soll kämpfen. Ah, verdammt noch mal, kämpf um die Braut. Dann kämpfe ich. Ja, kämpfen. Kämpfen! Ja. Kämpfen! Mensch, warte doch mal. Ich habe dich geheiratet. Wir sind verheiratet. Und das ist heilig. Ja, das ist heilig. Ja, wir haben Hochzeitstag. Weißt du, was das bedeutet? Ein Wochenende in der Jagdhütte. Was? Jetzt dieses Wochenende? Ja, wir haben Hochzeitstag. Wir haben uns so lange keine Zeit mehr für schöne Momente miteinander genommen. Das muss sich ändern. Mhm. Weißt du, lass uns in die Jagdhütte fahren. Jetzt sofort. Mhm. Ich packe unsere Sachen. Ja. Ich bin so... Das ist wichtig. Hallo, hier ist die Mailbox von Anastasia Popop. Die oder die? Schatz, ich hasse Schwimmen. Ich hasse Schwimmen. Hallo? Ich brauche deine Hilfe. Kämpfer! Ich bin ein Kämpfer, ich bin ein Held! Ja, toll. Also, ich habe einen Notfall. Pass auf. Ich wollte doch dieses Wochenende mit Anastasia in die Jagdhütte fahren. Jetzt scheidet sich Charlotte, aber in so einem Film müssen ein tolles Ehepaar sein. War nein, ja? Und will auch in die Jagdhütte fahren. Anastasia kann ich nicht erreichen. Sie ist schon losgefahren. Jetzt musst du helfen. Ich soll mit Anastasia in die Jagdhütte fahren. Bitte hör mir richtig zu. Ich möchte, dass du in die Jagdhütte fährst und Anastasia überredest, aus der Jagdhütte zu verschwinden, bevor Charlotte und ich da ankommen. Verstehst du? Okay. Erzähl ihr, ich lege im Scherben. Sie müsste zurückkommen. Tu, was immer du für richtig hältst. Klar, klar. Hauptsache, sie verschwindet aus dem Haus. Mhm. Sofort? Steig in dein verfluchtes Auto und fahr zur Hütte. Bin schon weg. Tschüss. Oder die? Yes! And the winner is Hubertus! Jagdhütte, ich komme! So, fertig. Auf geht's. Ich hab Hunger. Du, wir holen uns unterwegs. Ja, das ist ungesund. Komm, lass uns hier schön ausgiebig essen. Ja, aber du isst doch sonst niemand. Ja, heute beginnt dein neues Leben. Du schwitzt ja. Siehst du? Ich sollte besser auf mich achten. Und gute Gesundheit beginnt mit einem guten Essen. Marie? Hier ist ein Notfall, eine Dogge. Wo bist du? Ich folge meinem Herzen. Mhm. Folgst du mir in der Nähe? Nein, ich fahr zur Jagdhütte. Was ist denn? Der Hund sieht übel aus. Lass mich das machen. Marie, das ist ein Hund, der ist nicht krank, weil er zu viel Watte gefressen hat. Bitte, ich kann das. Nein. Mensch, da steht ein Tierleben auf dem Spiel. In solchen Situationen sind natürlich meine Bedürfnisse ja völlig egal. Gut, pass auf, Marie. Gib mir eine starke Dosis Schmerzmittel. Was soll's? Ich dreh sofort um. Ja? Bitte hör jetzt auf zu essen. Du musst dich ja gleich übergeben. Hm. Hm. Lass uns Sex haben.
Vielleicht das Krankenhaus. Sorry. Ja, hallo? Hallo, Balthasar? Und, bist du angekommen? Balthasar, mir ist was dazwischen gekommen. Eine Dogge mit Darmverschluss. Das ist die beschissene Katastrophe. Kann ich mich nicht einmal auf dich verlassen? Balthasar, schau mal, ich finde das auch nicht so besonders toll. Aber wenn ich mich beeile, dann kann ich operieren, zurückfahren und ankommen, bevor ihr überhaupt da seid. Du musst einfach nur ein bisschen Zeit schreiben, okay? Bin doch dabei. Gut, was macht ihr jetzt gerade? Wo seid ihr? Zu Hause beim Sex. Was, jetzt gerade? Aber ich dachte, ihr habt keinen Sex mehr. Hat Charlotte dir das gesagt? Nein, warum sollte mir denn Charlotte erzählen, dass ihr seit Monaten keinen Sex mehr habt? Ja, wir haben Sex. Ja, wir haben jetzt gerade haben wir Sex. Ja, ist ja gut, fein. Ja, fein. Viel Spaß damit. Wer war das? Mutter. Oh, und du dachtest, es ist wichtig, dass sie erfährt, dass wir jetzt gerade Sex haben? Ja, ist ganz normal. Dass ein Sohn gewisse Aspekte seiner Ehe mit seiner Mutter bespricht. Okay. Und machen wir weiter oder warten wir, bis Mutter kommt und zuschaut? Marie, du musst operieren. Operier, was das Zeug hält. Ich will kämpfen. Ich will kämpfen. So, auf dem Weg. Schatzi, ich muss noch mal. Nein. Wie nein? Ich muss aber dringend. Du bist ja schlimmer als ein Dreijähriger. Na, vielen Dank. Ich dachte, wir hatten gerade einen tollen Sex und jetzt zickst du schon rum. Du, wenn das ganze Wochenende so gehen soll, dann bleibe ich lieber hier. Tut mir leid. Selbstverständlich. Was für eine Überraschung. Bist du mir gefolgt? Oh Gott. Das ist ja, ich glaube, ich muss dir was sagen. Ich glaube, Gott, ich liebe dich. Wie bitte? Weißt du, dass du neulich in meine Tierarztpraxis gekommen bist? Das war Schicksal. Das war kein Schicksal. Das war Zufall. Du hast mich geküsst. Du hast meinem Hund das Leben gerettet. Wir sind was trinken gegangen? Weil ich einsam war. Ja? Ich hab's geschafft. Hä? Ich hab den Darmverschluss wieder hingekriegt. Bist du nicht stolz auf mich? Sie hat gesagt, es war Zufall und kein Schicksal. Sie hat mich nur geküsst, weil ich ihrem Hund das Leben gerettet habe. Ja, jetzt sei nicht traurig. Jetzt frag dich mal ehrlich, was du willst. Ich will sie haben! Bist du sicher? Hallo? Anastasia? Wir müssen leider weg. Nein, ich geh nirgendwo hin. Anastasia, bitte. Nein! Anastasia! Anastasia! Na komm. Wem gehört denn der Wagen? Ich weiß nicht. Und wieso ist Hubertus hier? Ich weiß nicht. Charlotte! Was machst du denn hier? Charlotte, ich... Hallo? Wer ist das denn? Ich bin... Das ist... Hubertus neue Freundin. Überraschung. Ist das nicht schön? Hubertus hat sich... Endlich verliebt. Ja. Wie nett. Also gut. Das Haus ist voll. Zu blöd. Charlotte und ich fahren am besten wieder in die Stadt. Komm. Was? Wir fahren nirgendwo hin. Ja, das, wir wollen.
gerade gehen, nicht? Ich bin gerade erst gekommen. Oh Gott, was ist das denn? Das ist mein Hund Rasputin. Charlotte! Was denn? Ich will doch nicht, dass diese Bestie meine Hündin bumst. Ich finde, es ist ein bisschen kühl hier. Wir wollen ja nicht, dass sie sich in ihrem niedlichen Kleidchen erkälten. Balthasar, bist du so lieb und zeigst Hubertus neuer Freundin, wo sie sich was anziehen kann? Jetzt? Ja, jetzt. Ja, bitte. Ich bin noch nie im Leben so erniedrigt worden. Ich bin noch nie in meinem ganzen Leben so erniedrigt worden. Weißt du was, du bist ein dreckiger Lügner. Ich hab die ganze Zeit gedacht, du machst dir Sorgen um deinen Bruder. Du Heuchler. Ach, Charlotte, ich... Wie kannst du einfach mit der Schnappe hier aufzukreuzen? Warte, sie ist keine Schnappe. Du musst gehen. Ich? Ich muss gehen? Wir wollten zusammen hierher kommen. Nur du und ich. Erinnerst du dich? Und du kommst hier mit deiner Frau an? Du hast keine Ahnung, wie ich mich fühle. Billig. Anastasia, mit Marcia, es tut mir so schrecklich leid, aber ich kann Charlotte nicht nach Hause schicken. Das würde sie nicht verkraften. Sie ist so zart und feinfühlig. Nimm sie und verschwinde. Du überreagierst doch völlig. Hast du Schiss? Hey, lass mich doch mal einmal alles erklären. Was gibt's denn da zu erklären? Du bist ein Lügner und ein Betrüger. Du musst dich entscheiden, wen du haben willst. Das haben wir doch schon gelegt. In meiner Familie lässt man sie nicht scheiden, besonders nicht wegen einer anderen Frau. Das ist geschmacklos. Sie soll dich teilen? Dann zeige ich dir jetzt, wie es ist, mich zu teilen. Ich gehe zu meinem Freund. Ja. Oh. Mein Gott, ich erschieß dich nicht. Das Ding ist 100 Jahre alt und nicht geladen. Funktioniert, sie funktioniert. Sie funktioniert. Geht's dir gut, mein Liebling? Hätte ich nicht gedacht, dass sie funktioniert. Also hier liegt offensichtlich ein Missverständnis vor. Wir hatten keine Ahnung, dass Hubertus und seine neue Freundin offensichtlich heimlich geplant hatten, hierher zu kommen. Und Balthasar und ich, wir wollen unseren Hochzeitstag hier feiern, dabei wären wir fürchterlich gerne unter uns. Und da Hubertus nicht gefragt hat, tut es mir sehr leid, aber ich muss euch bitten zu gehen. Ich gehe nirgendwo hin. Wisst ihr was? Lasst uns schwimmen gehen. Ich denke, du hast Schwimmen. Nein, tue ich nicht. Heute Morgen hast du gesagt, du hast Schwimmen. Ja, Menschen ändern sich. Jetzt mag ich eben Schwimmen. Ja, wenn du nicht akzeptieren kannst, dass ich mich ändere, dann führt unsere Ehe nirgendwo hin. Guck dir mal das Wetter an. Das macht die ganze Schwimmerei doch jetzt spannend. Es geht doch überhaupt nicht ums Schwimmen. Du wolltest doch nur vom Thema ablenken. Ganz ehrlich? Hm? Es war peinlich. Ja. Du warst sehr unhöflich. Was, ich? Ich bin unhöflich. Hubertus taucht dir mit einer russischen Nutte auf, ohne vorher zu fragen. An dem Wochenende, wo wir unsere Ehe zelebrieren wollten, da bin ich unhöflich. Vielleicht ist Hubertus und seine Schlampe unhöflich. Gräfin. Was? Sie ist keine Schlampe, sie ist eine Gräfin. Ach, du wusstest das, die Vögel. Nein, die Vögel nicht. Ja, Entschuldigung, dass sie eine Beziehung haben. Genau. Ach, du wusstest, dass sie hier sind. Nein. Das hast du mit Absicht gemacht, damit wir nicht über unsere Ehe reden müssen. Du feige Sau, du. Was bist denn du so aggressiv? Bin ich aggressiv? Ich habe langsam das Gefühl, es geht gar nicht um unsere Ehe. Du bist wegen was ganz anderem genervt. Ach komm, halt die Klappe und geh schwimmen. Kommt rein, es ist super. Du kannst wirklich sehr gut küssen. Ja. Ich glaube, ich küsse dich gleich noch mal. Was ist denn nicht mit Balthasar? Die Schlacht hat gerade erst begonnen. Abstoßend. Ekelhaft. Hast du gesehen, wie er seine Zunge in den Hals gesteckt hat? Er hat dir die Zunge in den Hals gesteckt? Ja. Wir haben es ja nicht nötig, solch ein Verhalten hier zu dulden. Ganz recht. Steck, Anastasia, nicht deine Zunge in den Hals. Oh ja. Oh ja, das ist schwer auszuhalten, wenn jemand mit dem man mal zusammen einen anderen küsst. Hey, ich versuche mich zu zügeln, bis du damit besser klarkommst. Gut. Klarkommen, wovon sprichst du? Ich finde es sehr großzügig von dir. Ja, dass du mir aus der Patsche bist, würde ich auch für dich tun. Aber
glaube ich, du bist behindert. Nur weil ich dir gesagt habe, dass sie deine Freundin ist, muss das nicht lange heißen, dass sie wirklich deine Freundin ist. Balthasar, die Zeiten haben sich geändert. Ich werde jetzt kämpfen. Anastasia. Hallo. Anastasia, dies ist ein anständiges christliches Haus. Und Balthasar und ich würden es sehr zu schätzen wissen, wenn Sie und Hubertus auf jede Art von Vorspiel in der Öffentlichkeit verzichten können. Sie sind eifersüchtig. Nein, ich bin nicht eifersüchtig. Wir brauchen nur einen Moment, um uns daran zu gewöhnen, dass Hubertus jetzt mit jemandem zusammen ist. Ihnen wäre es lieber, Hubertus würde Sie küssen. Oh, danke für Ihre Küchenpsychologie. Aber Ihre Hypothese ist falsch. Seien Sie also ein Schatz und kopulieren Sie nicht beim Abendessen. Danke. Wach auf! Sieh den Tatsachen ins Auge. Sie will dich nicht. Sie spielt nur die Rolle einer Freundin, deiner Freundin, damit sie und ich nicht auflegen. Das ist reines Theater. Nur ein Spiel. Nein. Ich liebe sie und ich werde um sie kämpfen und sie wird schon kapieren, dass ich der Beste für sie bin. Du willst kämpfen? Mhm. Dann kriegst du den Kampf. Aber vergiss nicht, ich verliere nicht. Niemals. Schlacht hat gerade erst begonnen. Oh Gott. Er schwingt unter uns. Ich will nicht noch einen Köter. Tu was. Ja, was soll ich denn machen? Mensch, wenn die einmal angefangen haben, dann ist es gefährlich, sie zu trennen. Außerdem, wenn sie ihm lässt, dann bedeutet das auch, dass sie es will. Eifersüchtig, ich bin noch nicht eifersüchtig. Ich bin vielleicht sauer, ich bin angewidert, aber ich bin bestimmt nicht eifersüchtig. Ich liebe sie, ich will kämpfen. Du bist ein Idiot. Hallo, Liebes. Mach Abendessen. Mach Abendessen. Wir haben eine super Ehe. Rasputin hat gerade Kallas geschwängert. Oh, Liebes. Hat das geistliche Wesen dich belästigt? Eher penetriert, würde ich sagen. Das ist ja furchtbar. Sie wollte es ganz genauso wie er. Wahrscheinlich ist sie heiß. Ja, da ist sie anscheinend nicht die Einzige hier. Anastasia, lass mich rein. Du bist es. Ich zieh mich gerade an. Ich helfe dir. Ich glaube nicht, dass es meinem Freund gefallen würde. Okay, ich hab's verstanden. Aber findest du nicht, du übertreibst ein wenig? Ganz schön schäbig, dass er dich so angrapschen darf. Uff, du Ehemann, du. Wenn du nicht bald zusiehst, wie du auf meine Seite kommst, dann lass ich Hubertus kapschen, wohin er will. Vielleicht mag ich ihn. Hä? Vielleicht finde ich ihn sogar nett. Was hat er dir denn schon zu bieten? Was hast du mir zu bieten? Schmuck, Pelzmäntel, Reisen nach Saint-Tropez. Eine eigene Penthouse-Wohnung. Keine Angst, ich ersteche dich doch nicht. Okay. Wir können uns unterhalten wie normale Erwachsene. Okay. Du hattest nur schon vorhin mal eine Waffe auf mich gerichtet, ich meine. Ja, tut mir leid. Tut mir leid. Das tut mir weh, wenn ich so erfahre, dass du so eine spezielle Freundin hast. Warum sagst du mir das nicht? Weil wir getrennt waren. Nee, weil du mich weggeworfen hast. Ja, aber wir wussten ja beide, dass das keine Zukunft hat. Ja. Und? Geht's dir gut? Bist du glücklicher? Ja, definitiv. Also viel entspannter auch. Okay, keine Lügen mehr. Hm. Ja. Willst du auch einen Schluck? Ja. Und du, also ich meine, bist du glücklicher? Ja, ich habe Balthasar geheiratet, wir sind zusammen. Warum soll ich nicht glücklich sein? Ja, eben, und das meine ich. Dieser Preis, der wäre viel zu hoch gewesen. Wir hätten umziehen müssen. Ja, wir könnten auch tot sein, von Balthasar erschossen. Von Mutter. Und im Prinzip hat sich ja auch nicht so viel verändert. Ich meine, wir sind eben Freunde. Ja, das stimmt, wir sind Freunde. Wir können auch immer noch alles machen. Also das meiste machen, was wir früher auch gemacht haben. Zum Beispiel, also eben so ganz normale Sachen, die eben Schwager und Schwägerin zusammen machen. Mhm. Also auf die Freundschaft. Die Freundschaft. Cheers.
So, und was habt ihr jetzt vor? Werdet ihr zusammenziehen, oder? Was sind diese winzige, heruntergekommene Bruchbude? Ein Penthouse wäre schön, aber das kann sich Hubertus leider nicht leisten. Also es scheint mir dann doch etwas überstürzt. Ich dachte eher daran, zusammen in den Urlaub zu fahren. Camping, was? Ja, sowas in der Art. Vielleicht eine Safari. Wir fahren nach Saint-Tropez. Ah ja? Fünf-Sterne-Hotel. Den ganzen Tag Wellness, Champagner, abends Hollywood-Stars. Ich finde eigentlich eine Safari viel schöner. Der Mond, das ist Safari genug. Wir können ja auch alle zusammenfahren. Im Pärchenurlaub. Ich würde meine Zeit lieber alleine mit Hupsi verbringen. Es ist alles noch so frisch. Ich will ihn nicht teilen. Dann schlaf gut. Ja, auch. Ich kann es kaum erwarten, ins Bett zu schlüpfen. Wahrscheinlich haben Sie jetzt gleich Sex. Das werden Sie ja hoffentlich bleiben lassen. Wieso denn? Ich freue mich für ihn. Ich kann es nur nicht leiden, anderen Leuten beim Sex zuzuhören. Wir könnten selber Sex haben, dann müssen wir Ihnen nicht zuhören. Wir hatten heute Morgen schon Sex. Außerdem war es ein sehr ereignisreicher Tag, findest du nicht? Ich tue ja nur, was ich kann, um unsere Ehe zu retten. Deswegen sind wir hergekommen, oder hast du das vergessen? Es geht nicht um Quantität, sondern um Qualität. Hast du das nicht immer gesagt, wenn du keine Lust hast? Und wenn du glaubst, jemand zum Sex zu drängen, sei es ein guter Schritt auf dem Weg in eine gesunde Beziehung, dann glaube ich, bist du sexuell nicht besonders reif. Fein. Na komm. Ist dir schlecht? Natürliches. Was ist das? Komm! Komm jetzt! Was ist nicht? Der redet beim Sex. Was für ein Versager. Der redet nie beim Sex. Hat er mir erzählt? Anastasia, Anastasia, ich kann das nicht. Nicht hier. Liebst du mich nicht? Doch, klar. Wirklich, ich... Ja, aber dann zeig es mir. Geh aus dir raus. Okay. Sei mein Wolf. Wolf? Meinst du jetzt, ist es vorbei? Entschuldigung, ich glaube, ich bin eher so von der stillen Sorte. Du musstest hier in dir entdecken.
Vielleicht bist du eher ein Knurrer. Ein Knurrer? Ja. Okay, dann, Fuck, er knurrt. Jetzt ist es vorbei. Entschuldigung. Aber ich kann das einfach nicht mit diesen beiden daneben an. Das geht nicht. Och, macht nichts. Es hat gut geklungen. Glaubst du, die beiden haben es gehört? Die müssen schon sehr taub gewesen sein, wenn sie das nicht gehört haben. Du liebst mich gar nicht. Finde dich süß, aber ich glaube, ich würde dich noch mehr mögen, wenn das dein Haus wäre, verstehst du? Du liebst doch Charlotte. Nein, ich möchte nicht den romantischen Moment ruinieren. Ich brauche einen Drink. Du undankbare, widerliche, nutzlose, gute. Ich bleibe deine beschützende Frau. Du gehst raus und siehst nach, was los ist. Ja, nee, ist klar. Los, flucht doch mal. Was macht ihr denn da? Was ist denn? So. Wo gehst du denn hin? Naja, vielleicht braucht er Hilfe, du Angsthase. Angsthase? Ja. Wer ist denn hier der Angsthase? Mörder lenken erst ab und kommen dann hinterlistig über die Terrassentür reingeschlichen. Hier drin lauert die Gefahr. Und ich bin bereit. Du bist ein Held. Hier los. Flinten runter. Was macht ihr hier? Wir machen uns ein nettes, entspanntes Wochenende. Entspanntes Wochenende mit den Flinten im Dunkeln rumballern. Du bist ja halt nackt. Mutter, was machst du hier? Hallo, Mutter. Macht ihr drei hier was Perverses? Bienchen, wo steckst du? Ah, da bist du ja, Bienchen.
Was ist denn hier los? Meine Söhne, Balthasar, Hubertus, Alfred der Förster. Hallo. 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 Erwin. Interessant, dass du plötzlich einen Freund hast. Auch Mütter haben ein Recht auf Liebe und Geschlechtsverkehr. Wenn es dir nicht passt, kannst du gehen. Mutter, ich habe deine Koffer ins kleine Zimmer gebracht. Tja, da schlafen wir aber nicht, Hubertus. Da kannst du schlafen. Wer zum Teufel ist das denn? Hubertus Freundin. Quatsch, dafür ist sie viel zu hübsch. Bezahlst du sie? Tschüss. Ich bezahle sie nicht. Und sie ist auch nicht meine Freundin und ich schlafe auch nicht im kleinen Zimmer. Ich hab's satt. Es ist jetzt Zeit für die Wahrheit. Es ist jetzt Tag des jüngsten Gerichts. Hat sich der Sex mit Anastasia religiös werden lassen? Nein, Balthasar, die Wahrheit ist, dass ich Charlotte liebe. Und ich liebe sie schon immer. Charlotte, deine Schwägerin? Die hat was. Ja. Es ist mir völlig egal, wer es weiß. Es ist mir auch völlig egal, welche Konsequenzen das hat. Charlotte ist die einzige Frau, die mich glücklich macht. Und ich werde um sie kämpfen. Du schaffst es nicht, dir selbst eine Frau zu suchen. Ständig rennst du los und versuchst es mit meinen... Du bist nicht mein Bruder. Du jämmerlicher, respektloser... Ich war noch nicht fertig! Wir sind doch Brüder, oder? Also, wo war ich denn geblieben? Glücklich. Ich liebe sie. Ich will sie haben. Ich habe lange gebraucht, bis mir das wirklich klar wurde. Aber jetzt weiß ich es und ich werde sie nie mehr gehen lassen. Und ich dachte immer, du bist schwul. Aber du bist noch schlimmer, du bist ein Ehebrecher. Ganz ehrlich, jetzt halt doch mal die Klappe! Red nicht so mit meinem Bienchen! Halt mir auch die Klappe, sie, Rehtöter, sie. Er liebt dich. Da ist ja wohl der Wunsch, der Vater des Gedanken. Was sagst du denn dazu, liebe Charlotte? Ich finde, das ist nicht der richtige Ort. Oh, sehe ich da Schatten über dem Paradies? Ich habe jeden Tag mit ihr geschlafen, seit ihr verheiratet seid. Oh, ihr habt mit beiden? Sag das nochmal. Charlotte, ist das wahr? Was machst du da? Ich wusste es. Sie lieben sich. Also können wir zwei jetzt heiraten. Was? Ich liebe Balthasar. Wir wollten herkommen, ein schönes Wochenende miteinander verbringen und alles ist schiefgegangen. Merkst du nicht, dass sie nicht die Richtige für dich ist? Okay, ihr beide nicht. Die hat auch was mit dem. Du hast auch was mit ihr? Ich... Teilt ihr sie euch? Nein. Ich wusste, dass sie eine Note ist. Ihr teilt sie euch, so wie ihr euch mich geteilt habt. Das ist so ein perverses Spiel von euch. Oh, ist das ekelhaft. Die Frauen auch was miteinander? Nee. Du hörst jetzt auf, meine Frau zu lieben. Aha, und warte, wenn nicht, was ist dann? Ich erschieß dich. Das will ich sehen. Ich tu's. Na was? Provozier mich nicht. Mach doch. Oh mein Gott. Versucht, deinen Bruder umzubringen. Ich wollte meinen Bruder nicht umbringen. Das war ein Unfall. Die ist von alleine losgegangen. Zweimal? Hm? Das ist alter Flinte. Hat sich verklemmt. Hat mein Leben zerstört. Schatz, ist nur ein Hund. Ich kauf dir einen neuen. Es ist ein Tier und kein Auto, du Arschloch. Ich bin ein Arschloch? Nur weil ich meine Frau bedrücke, auf meinen Bruder zähle und Hund erschieße, bin ich noch lang kein Arschloch. Ja, ich habe auch Gefühle. Ich weiß gar nicht, warum wir alle so überreagieren. Weißt du, was dein Problem ist? Du liebst nichts und niemanden. Dein Leben dreht sich nur um Gewinnen und Verlieren. Weißt du was? Du nimmst das hier. Das ist ein Hund. Von Hunden habe ich keine Ahnung. Du hast die gleiche Ausbildung wie ich. Die Kugel sitzt links neben dem Herzen. Ich bin sicher, wenn du dich anstrengst, findest sogar du ein Herz. Charlotte! Charlotte, wir teilen nicht. Wir haben nie geteilt und wir hatten auch nie vor, zu teilen. Ich dachte, ich liebe sie und ich wollte um sie kämpfen und ich wollte unbedingt gewinnen. Aber ich habe um die falsche Frau gekämpft. Ich hätte um dich kämpfen müssen. Ich liebe dich. Schieb mein Auto. Weißt du, es geht hier überhaupt nicht um mich. Es geht um dich, um deine Probleme mit deinem Bruder. Du musst einfach haben, was er hat. Das ist alles. Nein, alles, was ich will, bist du. Ja, selbst wenn das so wäre, Mann, und ich lass mich scheiden. Balthasar heiratet wieder. Wie lange brauchst du, um seine neue Frau zu wollen? 2 Monate? 3? Hä? Ich liebe dich. Du hast selber gesagt, wir sind nicht auf dem Basar. Du hast völlig recht. Ich bin nicht für jeden zu haben. Und ich habe auch keinen Bock mehr drauf. Schieb jetzt! So, okay, jetzt geht's. Lass los. Lass los. Lass mich los! Oh Gott. Oh. Ich habe meinen Hund getötet. Er musste dafür verzeihen. Hubertus, bitte tu was! Lass mich nicht an, du sexgeile Veterinär. Mutter, ruf den Notarzt. Ich bring dich um. Hier, drück das auf die Wunde. Ich. Und stopp die Blutung damit. Weiß, was ich zu tun habe. Ich bin der Chirurg hier. Oh, bitte.
Ist ja wieder typisch. Jetzt lässt sie mich wegen Hund verbluten. Wir müssen die Unschuldigen daran glauben. Ja, so wie ich. Hier. Das warst du. Glaub es nicht. Ich lieg im Sterben, du wirst mit Sachen nach mir. Die Sanitäter brauchen eine Stunde. Mach mein Hund wieder heil. Einen Moment noch, ja? Wisch das ab. Wer weiß, was passiert, wenn ich Hundeblut im Körper hab. Ja, würde ich wahrscheinlich mal ganz gut tun. Blöd, Mann. Hey, ich bin's. Ich trage gerade diesen Tropenhelm. Der ist überhaupt nicht albern. Du hast vollkommen recht, der ist lustig. Der macht mich irgendwie komplett. Charlotte? Wir haben uns so lange nicht Scheiße. Das ist die Mailbox von Charlotte Sander. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Ich bin es doch mal. Ich vermisse dich. Ich mochte übrigens auch diese Vorhänge, diese Rüschen, die waren echt spitze. Was rede ich da? Wir haben uns noch niemals so lange nicht gesehen, Charlotte. Ich liebe dich, wirklich, wirklich. Bitte ruf mich zurück, ruf mich zurück. Es ist egal, wo ich bin. Es ist egal, was ich mache. Ich sehe immer nur dich, immer nur du, immer nur du. Charlotte, 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 Charlotte. Und? Geschenke? Ich sehe hier keine sauberen Löffel mehr. Verflucht dazu. Mit dem Putzen hat sie nicht so. Mhm. Warte nicht auf mich, es kann später werden. Tschüssi. Ich kann dir auch nicht helfen. Ich weiß auch nicht, wo Charlotte ist. Whisky. So, und jetzt mal angenommen, Person X liebt Person Y und die beiden hatten eine größere Auseinandersetzung. Du meinst sowas wie Y denkt, dass X Y nicht genug liebt? Genau. Du musst den Hoden anheben und da schneiden. Mhm. Und jetzt sagen wir mal, Person Y ist so verwirrt und enttäuscht, dass sie seit Monaten verschwunden ist und die Anrufe von X nicht erwidert. Armer X. Ja, allerdings armer X. Und jetzt sagen wir mal, Person Z wüsste, wo X Y finden könnte. Marie, sag mir, wo Charlotte ist. Wow. Ja. Und, wer ist der Vater? Ist ja auch nicht so wichtig. Balthasar. Hupsi, ich habe jetzt einen Pool. Schwimmen ist so geil. Balthasar, ich fahre gerade in St. Katharinen. Charlotte kriegt ein Kind. Was? Oh Gott. Das ist ein Pool. Oh Gott, fahr ran. Fahr ran, fahr ran, fahr ran, fahr ran, fahr ran. Okay. Warte, warte.
Warte, warte. Nee, fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter. Grüß Gott, Sie kriegen ein Kind. Name? Entschuldigung, Hubertus Sander. Ihrer. Charlotte Sander. Sie sind der Ehemann? Nein, ich bin der Schwager. Vater. Der Kreißsaal ist im ersten Stock. Gut, okay. Gehen wir, gehen wir, gehen wir, gehen wir. Ich schaffe es. Oh Gott. Hubertus, es hat sich alles verändert. Ich habe mich verändert. Ich mich nicht. Ich liebe die noch immer. Ich bin ein anderer Mensch. Ja, aber das ist doch praktisch. Vielleicht erinnert sich die andere Charlotte gar nicht mehr daran, dass ich einen Mann namens Hubertus mal zeitweise wie ein Idiot aufgeführt habe. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Hubertus Sanders und ich finde dich richtig gut. Echt? Wie gut? So gut, dass ich der Vater deines Kindes sein möchte. Oh, nicht anfassen! Wenn es mein Kind ist, will ich es jedes zweite Wochenende. Wenn es deins ist, nur mittwochs. Hallo, Schatz. Können wir das später klären? Nicht anfassen! Atmen, immer atmen. Hoch, hoch, schön atmen. Hoch, hoch, genau. Hoch, hoch, sie ist ja nicht der Weihnachtsmann. Schatz, hör auf einen richtigen Arzt. Tief atmen, ihr so. Ha, ha. So Quatsch. Ha, 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 hallo, hallo, ich muss mal rein. Okay, wir müssen. Los, wir essen zeitig. Charlotte in die Mitte. Sehr gut. Mutter daneben, Alfred, sie einfach irgendwie in den Hintergrund. Anastasia, schön ein bisschen vorlehnen. Lehn dich mal ein bisschen vor. Sehr gut, super. Nee, alle ein bisschen nach rechts, nach rechts, nach rechts, 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 rechts. Stopp, stopp. Ah, zu viel. Links, 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 links. Super. Okay, stopp. Also ich finde, sie sieht aus wie, guck mal. Ich finde, sie sieht aus wie der da. Ich habe doch gar keine gefragt. Wer hat das Kind jetzt endlich einen Namen? Wie wär's mit was Russischem? Nein! Also, was ist das denn? Das ist eine dumme Idee. Oh, oh, was ist das jetzt? Was ist das? Nochmal. Oh, ich zieh mich. Nochmal. 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 And we'll keep on meeting till we die, Miss Jones and I. Whoa, fast! Ja, sie ist Mami, Sommerduck.